Lucy Mayfair und der Orden des Phönix. Kapitel 7. Lucy war an diesem Morgen schon sehr früh auf und beschloss, einen Spaziergang durch das Schloss zu machen. Als sie in die große Halle kam, saß Harry etwas abseits von den anderen Gryffindors. Sie setzte sich ihm gegenüber. »Wie geht es dir?« fragte sie. »Gut«, antwortete er mäßig lauernd. »Hör nicht auf das Gerede der anderen«, fand sie. »Das mache ich auch nicht«, fuhr er sie jetzt an. Doch Lucy hatte von seiner miesen Laune jetzt die Schnauze voll. »Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich bin auf deiner Seite«, fuhr sie ihn an. Dann stand sie auf und stürmte wütend davon. Lucy saß in ihrer ersten Stunde mit Professor Umbridge und dabei fiel ihr auf, dass Ginny noch gar nicht da war. Patrick nahm neben ihr Platz. »Bist du okay?«, fragte er. »Ja, hatte nur einen ziemlichen Krach mit Harry«, antwortete sie. »Nimm es ihm nicht so übel. Er macht jetzt wirklich eine harte Zeit durch«, fand er. »Das weiß ich auch, aber deswegen sollte er seine schlechte Laune nicht an den Leuten auslassen, die auf seiner Seite sind«, erwiderte sie. »Gerade noch rechtzeitig kam Ginny zu ihnen.« »Wo warst du denn?«, fragte Lucy sie. »Oh, ich hatte nur etwas vergessen«, antwortete Ginny. In diesem Moment kam Professor Umbridge ins Klassenzimmer. »Ich begrüße Sie alle ganz herzlich im neuen Schuljahr«, begrüßte sie die Klasse. »Bevor wir mit dem Unterricht beginnen, werde ich euch darüber informieren, dass Magie hier strengstens verboten ist«, erzählte sie ihnen. Alle blickten sich es verwirrt an. »Wir benutzen keine Zauberei?«, fragte Lucy verwirrt nach. »Ihr Name?«, fragte sie. »Lucy Mayfair«, antwortete Lucy. »Miss Mayfair, bitte heben Sie die Hand, wenn Sie eine Frage haben«, klärte Umbridge sie mit einem Lächeln auf. Lucy zögerte für einen Moment und dann ging ihre Hand nach oben. Umbridge aber lächelte nur und wandte sich von ihr ab. »Lass es, ich erkläre es dir nachher«, flüsterte Patrick ihr zu. Beim Mittagessen hatte Ginny noch etwas zu erledigen. Dadurch war Lucy allein mit Patrick am Gryffindor-Tisch. Sie bemerkte, wie Fred sie beide misstrauisch beobachtete. »Also warum musste ich mich bei Umbridge so zurückhalten?«, fragte Lucy Patrick. »Daniel hat im Ministerium ein Gespräch zwischen Percy und Fudge mitbekommen«, antwortete er. »Fudge hat Umbridge hierher geschickt, damit sie für ihn spioniert. Außerdem will er nicht, dass ihr Kampferfahrungen sammelt«, erzählte er. »Kampferfahrungen? Denkt er denn, wir bilden so eine Art Zauberarmee?«, fragte Lucy argwöhnisch nach. »Ganz genau«, antwortete er. In diesem Moment setzten sich Harry, Hermine und Ron an den Tisch. »Du hättest dich einfach nicht von ihr provozieren lassen sollen«, redete Hermine auf Harry ein. »Was ist passiert?«, fragte Patrick besorgt. »Ich bin bei Umbridge ein klein wenig durchgedreht«, antwortete Harry. »Ein klein wenig? Er muss jetzt bei ihr nachsitzen«, klärte Hermine ihn auf. Doch bevor Patrick auch noch etwas erwidern konnte, stand Harry wütend auf und stürmte aus der Halle. »Ich gehe schon«, sagte Lucy, stand ebenfalls auf und folgte Harry aus der großen Halle. Sie fand ihn genau dort, wo sie ihn erwartet hatte, auf dem Baum, auf den Patrick und sie zusammengekommen waren. Dort saß er nachdenklich auf einem dicken Ast. »Nur weil ich dir diesen Ort gezeigt habe, heißt es nicht, dass du jedes Mal, wenn du sauer bist, hierher kommen darfst«, sagte sie und setzte sich neben ihn. »Hier kann man einfach besser nachdenken«, fand er. »Also, was ist los mit dir?«, fragte sie ihn. »Hatte einfach einen miesen Tag. Niemand hier glaubt mir«, antwortete er. »Also das wollte ich nicht behaupten«, sagte sie. »Außerdem weißt du noch, was ich dir letztes Jahr gesagt habe, nachdem du ins Trimagische Turnier gewählt wurdest?«, fragte sie ihn. Harry dachte kurz nach. »Ich soll denjenigen glauben, die zu mir stehen«, wiederholte er. »Ganz genau«, sagte sie. »Aber es ist nicht nur das«, sagte er. »Ich habe seit Anfang des Sommers so einen Traum. Ich laufe durch einen Gang, bleibe vor einer Tür stehen und dann wache ich auf«, erzählte er. »Außerdem tut mir jedes Mal, wenn ich aufwache, meine Narbe weh«, fügte er hinzu. »Meinst du, dass dieser Traum irgendwas zu bedeuten hat?«, fragte sie. »Ich weiß es nicht«, antwortete er. »Rede doch mal mit Dumbledore darüber«, riet sie ihm. Harry schwieg für einen Moment. »Das geht im Moment nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er mich ignoriert«, antwortete er. »Ich wünsche, ich könnte dir dabei helfen«, sagte sie. »Okay, ich gehe wieder ins Schloss. Kommst du mit?«, fragte sie. »Nein, ich will noch ein bisschen spazieren gehen. Außerdem muss ich nachher noch zum Nachsitzen«, antwortete er. »Bitte versprich mir, dich nicht noch mehr provozieren zu lassen«, bat sie. »Ich werde mir Mühe geben«, sagte er. Lucy wunderte sich, wo Ginny beim Abendessen gewesen war. Nach dem Abendessen wollte sie wegen einer Hausaufgabe noch etwas in der Bibliothek nachlesen.
Sie war gerade auf dem Weg in den Gemeinschaftsraum, als sie an einer Statue ein knutschendes Pärchen entdeckte. Doch dann erkannte sie das flammend rote Haar. Und sie kannte nur ein Mädchen mit solchen flammend roten Haaren. Als sie den Gemeinschaftsraum betrat, waren nur Hermine und Patrick anwesend. Wo ist Ron? Fragte sie, als er sich zu ihnen setzte. Keine Ahnung, antwortete Hermine. Wo warst du? Fragte sie. In der Bibliothek, antwortete sie. Sie arbeitete auch an ihren Hausaufgaben. Hermine war nach einer Stunde schlafen gegangen. Patrick saß in einem der Sessel. Hast du vorhin noch mit Harry gesprochen? Fragte er. Ja, antwortete sie. Allerdings hat er mir auch etwas erzählt, was mir etwas besorgt. Er hat mir von einem Traum erzählt, den er seit Anfang des Sommers hat. Er läuft durch einen Gang, bleibt an einer Tür stehen und wacht mit schmerzender Narbe auf, erzählte sie. Hat er mit Dumbledore darüber gesprochen? Fragte er. Nein, er meint, dass Dumbledore ihn ignoriert, antwortete sie. Ja, Daniel hat mir erzählt, dass Dumbledore sich auch nach der Verhandlung merkwürdig verhalten hat. Ich weiß leider nicht, was das mit dem Traum so auf sich hat. Aber die Narbe tut ihm weh, weil Voldemort wieder da ist. Das weiß jeder, erklärte er. In diesem Moment ging die Tür zum Gemeinschaftsraum auf und Lucy Wuss hoffte, dass Harry vom Nachsitzen zurück war. Doch es war nur Ginny. Ich gehe dann mal in den Schlafsaal, sagte sie schließlich, stand auf und ging nach oben. Im Schlafsaal traf sie auch Ginny, die vor dem Fenster stand und nach draußen blickte. Sie stellte sich neben sie. Ich habe vorher ein rothaariges Mädchen knutschen mit einem anderen Jungen gesehen, erzählte sie ihr. Ginny drehte sich jetzt zu ihr um und blickte sie verlegen an. Du hast uns gesehen? Fragte sie. Allerdings, antwortete Lucy. Und jetzt möchte ich mehr Informationen hören, verlangte sie. Okay, er heißt Michael Corner und ist aus Hufflepuff. Ich habe ihn letztes Jahr beim Weihnachtsball kennengelernt. Und Ende letzten Jahres sind wir zusammengekommen, erzählte Ginny. Warum hast du mir nicht gleich von ihm erzählt? Fragte Lucy. Lucy, du hattest zu dem Zeitpunkt genug um die Ohren. Die ganze Sache mit Fred, dann Patricks Rückkehr, Harrys letzte Aufgabe und die Wiederkehr von du weißt schon wer, antwortete Ginny. Ginny, ich freue mich wirklich für dich, sagte sie. Aber eines wusste sie. Das, was Ginny für diesen Michael empfand, war nicht dasselbe, was sie für Harry empfand. Und egal, was Ginny tun würde, ihr Herz würde für immer Harry gehören.